Das heutige Thema bei Krone TV, Ro-Ro versus Huckepack. Also, Roll-On, Roll-Off von der Fähre versus Auflieger auf dem Bahnwaggon. Aber lass uns zunächst nicht auf die Unterschiede fokussieren, sondern auf die Gemeinsamkeiten. Denn schließlich laufen beide im kombinierten Verkehr. Beiden Varianten werden 44 Tonnen Zuggesamtgewicht zugestanden und beide brauchen Verstärkungen im Chassis. Und bei beiden Fahrzeugen empfiehlt sich das gerastete Heben und Senken, denn sowohl auf dem Waggon als auch auf der Fähre muss die Luftfeder komplett entleert sein. Das Huckepack-Chassis wird zur Verladung auf die Bahn mit dem Kran angehoben und wird dabei mächtig auf Durchbiegung beansprucht. Also braucht es zwingend gegen den Langträger abgestützte Greiferkanten. Denn der Abstand der Greiferkanten zueinander wurde schon zu Fred Feuersteins Zeiten festgelegt. Da waren die Fahrzeuge aber noch viel kürzer und heute ist rechts und links von den Greiferkanten deutlich mehr Hebelarm. Bei Ro-Ro muss der Auflieger stets auf dem Schiffsboden fest verankert sein, auch wenn die Fähre die raue Nordsee rockt. Und daher braucht es auf jeder Seite vier, Achtung, schwieriges Wort, Schiffsbefestigungslaschen mit jeweils 12 Tonnen Zugkraft. Aber dafür reicht dem Ro-Ro-Trailer an der Stirnwand das Standard-Planen-Spannrohr. Der Huckepack hingegen bevorzugt die stabilere Kederschiene, die er spätestens beim Begegnungsverkehr im Tunnel braucht. Und für die Geschwindigkeiten bis 140 km/h braucht es Planenspanner mit Gurtbremse und einem zusätzlichen mechanischen Riegel. Und last but not least braucht der Bahnfahrer verstärkte Querspriegel und pro Spriegel 5 Befestigungsriemchen.